Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Die Ernte ist voll im Gange im Garten. Zum Beispiel die Brennnessel. Die habe ich mittlerweile sehr gut bevorratet. Jetzt möchte ich viel Suppengrün aus Melde, Brennnessel, Vogelmiere bevorraten. Und dafür brauche ich natürlich einen großen Volumen. 5 Kilo Kräuter ergeben ungefähr 200 Gramm im trockenen Zustand. In den Schraubgläsern halten sich die trockenen Kräuter ungefähr 5 bis 6 Monate bei mir. Danach sind die aufgebraucht. Das Suppengrün zu bevorraten funktioniert eigentlich jedes Jahr ganz gut. Aber dieses Jahr möchte ich es wissen und so viel wie möglich bevorraten. Es werden Gläser voll sein mit Melde, Brennnessel und anderen Kräutern. Heute mache ich dreierlei Kräuter für Suppengrün. Ich bin gerade in der Erntezeit von Melde, Brennnessel und Weizengras. Und diese Kräuter passen sehr gut zusammen. Die Melde ist wirklich sehr mild im Geschmack. Brennnessel ist ein Eiweißspender. Und Weizengras hat viele Vitamine. Diese Kräuter sind im Winter und im Herbst nicht mehr verfügbar. Also möchte ich das jetzt bevorraten und irgendwann mal die Suppe in den kalten Jahreszeiten genießen. Während der Ernte gehe ich aufmerksam durch den Garten durch und schaue mir an, was schon weiter wächst. Zum Beispiel die Melde, die hat sich ausgesamt überall. Und diese Stellen markiere ich mir so ein bisschen im Kopf, wo demnächst so in 2 Wochen die Ernte ansteht. Auch die Kirschernte ist gerade voll im Gange. Und seit meiner Kindheit klettere ich sehr gerne auf die Bäume. Oben angekommen sehe ich den Ausmaß, das ist wirklich sehr, sehr viel. Es wird dann eingefroren, gedörrt und eingekocht natürlich. So viel wie möglich essen wir, außerdem frisch. Das ist sehr wichtig. Der Vitaminhaushalt, der reguliert sich von alleine im Körper und frisch schmeckt es am besten. Im Garten steht ein alter Holzofen und darauf koche ich die Marmeladen für den Winter oder ein Gemüseragout. Das ist für mich die schönste Zeit und ein magischer Moment. Ich verweile bei solchen Arbeiten sehr gerne im Garten. Und während Marmelade kocht, werde ich die Beete mulchen, die noch Mulch brauchen, dann vieles beobachten und betrachten. Aber genug dazu. Im letzten Video zeigte ich, wie im Garten der Mohn jedes Jahr sich von alleine aussamt. Und jetzt ist auch die Zeit, die Samenkapseln zu ernten und auch zwischendurch zu genießen. Zack, landet alles im Mund. Bei den Freilandtomaten brauchen wir noch etwas Mulchmaterial und die Ziergräser gehen gerade in die Blüte, deshalb schneide ich die zurück, lege die als Mulchmaterial bei den Tomaten aus. Dabei treiben die Gräser 2-3 Mal jetzt noch bis Ende des Sommers und das ist ein richtig großer Volumen an Gras, was dann unter die Tomaten immer wieder kommt. Zwischendurch die Kräuter wie Schachtelhalme, obwohl ich schon davon sehr viel bevorratet habe. Schachtelhalmkrauttee ist ein Nierenblasentee auf 250 ml Wasser, 1,5 Teelöffel Kraut. Mit dem Deko sind wir meist sehr sparsam, aber ich erlaube mir zwischendurch mal irgendwo auf einen Ast eine kleine Laterne aufzuhängen und das war's auch schon mit Deko. Hast du schon Sauerampfer-Fermentation ausprobiert? Das kann man für Winter als Suppengrün auch dann bevorraten. Die Gurkenkiste wuchert förmlich und nicht nur die Gurken sind da. Natürlich als Hauptakteure sind die Gurken da, aber so nebenbei ist Basilikum an den Rändern
Melde, das Weizengras, und das wird alles nicht weggeworfen, sondern abgeerntet und auch getrocknet und bevorratet. Basilikum ernten wir schon seit einem Monat und das klappt auch ziemlich gut. Um im September große Zwiebeln zu ernten, kommen jetzt die Steckzwiebeln in die Erde in der Gurkenkiste. Die ist gut gemulcht, die wurde frisch aufgeschüttelt und hat die Erde hat so viele Nährstoffe, dass die Zwiebeln nebst Gurken sehr gut wachsen werden. Nach 2,5 Monaten ist das dann mit Zwiebeln soweit und die können abgeerntet werden. Rucola Pesto steht dieses Jahr auch auf dem Programm und ein paar Gläschen dürfen das sein. Das meiste werde ich natürlich frisch essen. Ein Erdbeerfeld erkennt man hier natürlich nicht mehr. Nach den Erdbeeren zockt die Ackerwinde hier durch und jetzt sind die Zucchinis dran. Die Erdbeeren sind abgeerntet und die Zucchinis haben viel Platz. Und nächstes Jahr geht es von vorne los. Im letzten Video habe ich zwischen Zucchinis auch noch Amaranth ausgestreut und da kommt ja ganz viel Blattgrün zusammen plus die Zucchini-Ernte. Am liebsten beschäftige ich mich mit Pflanzenexperimenten und dieses Jahr war ein Ölkürbis-Experiment dran. Total spektakulär und könnte eigentlich in die Hose gehen. Ist aber ein kleines Erfolg geworden. Die Pflanzen blühen, sind sehr gesund. Wir haben die sehr dick gemulcht und es sind 3 Pflanzen in eine Kiste, in anderen Stellen. Und das mache ich immer mit Experimenten. Also nicht alles auf einen Haufen Pflanzen, sondern in vielen verschiedenen kleinen Stellen einzelne Pflanzen. Das hat gut funktioniert. In 3 verschiedenen Stellen sind die Pflanzen groß geworden. Die sind gesund und die blühen und tragen mittlerweile. Ich werde natürlich weiter dokumentieren und die Ernte aufwiegen. Das ist für ein Experiment tatsächlich auch wichtig zu sehen, was ist daraus geworden, lohnt sich das überhaupt? Und die Paprikas in der Kiste daneben. Das ist mittlerweile kein Experiment mehr, sondern das ist so ein Dauerzustand. Die gedeihen hier sehr gut. Dill und Petersilie wurden neu ausgesät. Das sieht man kaum auf dem Bild. Das sind winzige Pflanzen, kleine Stränge und die nächste Ernte steht schon wieder an. In den nächsten 2 Wochen werden die Zwetschgen reif und die Mirabellen. Da kommt was auf uns zu. Außerdem freue ich mich auf die erste Kartoffelernte, Zucchini und Gurken. Schaue ich mir den Garten selbst an, so gibt es kein freies Plätzchen. Die Natur, die nimmt sich ihren Platz. Und wir können uns kaum dagegen wehren. Wir können nur mitgestalten und vielleicht sie auch richtig in vollen Zügen genießen. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, übrigens, Daumen nach oben kannst du mir auch geben.